Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Let's Kill-Runde Dead by Daylight. Wir spielen heute den Doktor. Ich habe mir Raccoon City gewünscht, weil ich ein Bild mit dem neuen Killer-Perk ausprobieren möchte, nämlich Unerledigt. Den haben wir schon mal eine gegeben, das ist schon mal gut. Toll! Dafür habe ich Unerledigt mit, nämlich von dem Killer das Unbekannte. Sie ist festgehangen. Okay. Die haben die Skillchecks also bestanden. Den haben wir schon mal gehauen. So, das Problem ist, das Fluchtotem ist sehr, sehr offensichtlich. Naja. Mit jedem missratenen Skillcheck bekomme ich Zähler, so wie jetzt. Und für jeden Zähler, wenn ich das nächste Mal einen Generator trete, wird jeder Prozent, den ich mit diesen Zählern verdiene, auf den Generator als Rückschritt gewertet. So. Die machen die Gens ganz schön schnell. Das ist ein bisschen zu fix. So, zwei Haken. Wienlied. Der Jägerin, das Fluchtotem, was dort unten steht. Das Fluchtotem, was dort unten steht. Ja, ne? Das gibt mir maximal 5 Zähler. Maximal 5 Zähler und für jeden Zähler kommen die Skillchecks unberechenbarer. Mist. Oh, die heilen sich auch schon wieder so schnell, ne? Komm, 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 du kannst doch nicht so langsam sein, Mensch. So, wir werden mal gleich nochmal einen Schock ballern. Dort wurde ein Skillcheck nochmal verkackt. Nochmal zünden. Um die Leute schön wahnsinnig zu machen. So. Kein Skillcheck verkackt. Der geht jetzt weg. Bei mir wäre der Schlag durchgegangen. Bei mir wäre der Schlag sowas von durchgegangen. Och, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Die sind immer so schnell. Das ist doch zum Kotzen. Ohne Scheiß. Einfach mal schocken.
So. Jeder Skillcheck, der flöten geht, gibt mir Zähler. Die alte Ohm. So, wir haben 3 Zähler. Gut, sie will auch schon Stress. 4 Zähler. Sag mal. So, sehr schön. Bap. Ah, eigentlich ist das Quatsch, hier hinten hinterher zu laufen. Hä, die war doch eben schon so schnell. Ich weiß nicht. Komm, mach deinen Scheiß alleine. Sag mal, wo ist die denn? Die ist da oben irgendwo, ey. Das ist doch nicht zu glauben, Junge. Ja, wohin gehst du jetzt, ne? Sehr schön. Junge, kotzt der Typ mich an, ne? Ja, war nur eine Frage der Zeit, Alter. Scheißdreck. So. Was ist mit dir nicht richtig? Komm, 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 bitte, bitte, bitte. Sie haut wieder ab. So, da oben ist auch einer. Ja, kommt. Ihr müsst. Sorry, das Lau muss ich jetzt verteidigen. Den da muss ich jetzt verteidigen. Sehr schön. Die muss jetzt mal aufs Maul kriegen hier. So.
Ja. Die muss Ausbruch haben, hä? Ja gut. Mach du ruhig. Alter, was? Die geht mir schon hart auf den Sack, ne? Angetäuscht zu schocken. So. Fünf Zähler ist schon viel. Und ich bin der Meinung, das hat seinen Zweck erfüllt. Und auch das Perk von Das Unbekannte. Glaube ich auch, dass das sehr reingeschlagen hat. Hä? Hier waren noch Blutspuren. Ich bin doch nicht bescheuert. Also ich glaube, das hat schon, das war schon fies. So. Genau, also nochmal. Also das Perk von Das Unbekannte. Für jeden Skillcheck, der nicht bestanden wird beim Reparieren bekomme ich einen Zähler. Pro Zähler sind es 1%. Nee, kriege ich 3 Zähler und ein Zähler sind 1%. So. Und wenn ich dann einen Generator trete, wird dieses Perk für 30 Sekunden im Prinzip dann aktiviert auf diesen Generator. Nämlich dann wird er gesperrt. So, wird er gesperrt und wollt ihr an mein Totem? Ich muss das gleich, ich blende das am besten ein. Ich hab das wahrscheinlich jetzt schon. Natürlich. Ich habe das natürlich schon eingeblendet zu diesem Zeitpunkt, also weil ich bin die ganze Runde nicht dazu gekommen, irgendwas zu erklären. Ach du Scheiße. So, einfach mal rein. Zack. So. Die spawnt jetzt hier. Nein. Scheiße. Ah, das war ja glücklich. Naja, egal. Man muss auch Glück als Survivor haben. In diesem Sinne, das war doch gar nicht mal so verkehrt. Schön 100, 224.000 Punkte, 256.000 Punkte, 2 Pips gemacht, einwandfrei. Ja, Mensch. GG, WP. Ja, Mensch. Das war Glücksstern. Naja, ja Mensch, ist doch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Ich würde sagen, das hat gar nicht mal so verkehrt funktioniert. Du brauchst halt wirklich eine Map, wo die Totems nicht so leicht zu finden sind. Dass das so lange gestanden hat, war eigentlich ein Wunder. Ja, das war eigentlich ein Wunder. Aber ja, manchmal läuft man auch dran vorbei. Ich wäre ja auch bald dran vorbeigelaufen, wenn ich es nicht knistern gehört hätte. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt hier.
Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn ihr wieder Bock habt auf mehr Let's Kill vom Ragi. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. Tschüss.